Grüß euch, willkommen zurück. Heute gibt's wieder ein klassisches Video von mir. Wobei, schon sagen muss, das Live letzte Woche mit euch hat voll Spaß gemacht. Hat mir voll getaugt. Ihr seid so super und somit ist auch die Zeit wie im Flug vergangen. Das heißt, es wird auch wieder Lives geben und trotzdem habe ich mir gedacht, gibt's heute einmal ein klassisches Video wieder und wir werden eine Karten basteln. Ich stelle es euch jetzt einmal so ein. Die Kartenform, wie ihr zu mancher von euch schon kennen. Ich habe nur ein kleines Fenster reingemacht und wie ihr seht, werden wir heute mit einem Produktmedley arbeiten. Das stelle ich jetzt nur ganz kurz vor. Das heißt, arbeiten da mal wieder aus dem Mini-Katalog. Und da sind ganz vorne im Katalog immer Kartensets, Produktmedleys und Co. Und da haben wir diesmal im blühenden Kaktus herinnen. Leider ist es so, dass das große Foto das englische Set zeigt und man nicht auf den ersten Blick sieht, dass wir ein deutsches Set dazu haben, weil das ist nur da ganz klar drauf. Man kann in Wahrheit nicht einmal die Sprüche lesen. Ich bin ja normal so nicht der Produktmedley-Käufer und ganz am Anfang hat mich das auch gar nicht so begeistert. Und dann habe ich mir so ein bisschen genauer angeschaut und habe mir gedacht, das muss ich haben. Und haben wir es dann auch zugelegt. Da ist jetzt einiges dabei, nämlich das Stempelset Blühender Kaktus. Und da haben wirklich ganz liebe Sprüche drinnen. Ich finde den Geburtstagsspruch ganz toll und aber auch, dass man so ein bisschen auf Freunde schaut. Stacheliges Leben haben gerade ganz, ganz viele. Also zum einen das Stempelset. Passend dazu gibt es auch Stanzformen. Das heißt, mit den Stanzformen kann ich alle drei Kakteen ausstanzen. Ich kann alle Blüten ausstanzen, habe nur so eine Hintergrundstanze, habe einen zusätzlichen Kaktus, den ich ausstanzen kann und dann nochmal so kleine Blitzer, die kann man auch im Hintergrund ausstanzen. Das ist ähnlich wie beim neuen Schmetterlingsset. Da gibt es übrigens nur Ähnlichkeit, die zeige ich euch auch gleich. Was dann auch noch dabei ist, ist ein Paket Designerpapier in 6x6. Das heißt, da gibt es 6 verschiedene Designs, jeweils 8-mal, immer doppelseitig. Zeige ich euch schnell. Von den Farben sind wir da dabei mit Calypso, Farngrün, Heideblüte, Minzmakrone und Waldmoos. Vor allem auch schöne grafische Muster, die überall ein wenig dazu passen. Da kommt jetzt die zweite Gemeinsamkeit zu den Schmetterlingen, weil auch da haben wir 8 Bögen, wo man die Blüten und die Kakteen einfach mit den Stanzformen ausstanzen können. Nur da hängen sie halt nicht zusammen und ich kann es einzeln verwenden. Bei den Schmetterlingen ist das ja auch eine Stanzform. Genau. Da haben wir dann auch nochmal ein paar Kakteen und nochmal ein Streifenmuster. Und mit dabei beim Produktmedley sind, jetzt wird es ein wenig raschelig, so Filzbögen mit Blumen in Heideblüte und in Kalypso, die man sich einfach so ausdrucken kann und dann aufs Projekt kleben kann. Haben unterschiedlich geformt. Da haben wir zum Beispiel ganz klassische Blumen. Und da gibt es auch jeweils pro Farbe 4 Bögen dazu. Und weil wir immer ein bisschen ein Bandel auch dazu brauchen, haben wir da quasi eine Kordel, 2 Kordeln. Eine in Calypso, da geblieben, und eine in so Naturfarben. Die werden wir heute nicht verwenden, den Rest vom Produktmedley sehr wohl. Aber ich zeige euch einfach mal, was wir brauchen. Wie gesagt, wir brauchen das Stempelset,
Wir brauchen die Stanzformen. Wir brauchen eins von den Papieren. Und zwar werden wir diesmal mit dem da arbeiten. Ich habe mir dann noch dazu genommen die lagenweise Ovale, damit wir uns da das Fenster sozusagen ausstanzen können. Da habe ich das zweitgrößte glatte Oval genommen. Und das größte Wellenoval, das nehme ich mir da gleich mal raus. Das werden wir dann gleich brauchen. Und vom Papier her habe ich mir gedacht, wir arbeiten jetzt ein bisschen farbenfroh mit Calypso. Das heißt, wir brauchen ein Stück in 10,5 x 29. Das werden wir uns noch zurechtfalzen dann. Wir brauchen ein Stück Flüsterweiß in. Jetzt habe ich schon wieder Flüsterweiß gesagt. Gell? Wir brauchen ein Stück Grundweiß in 10 x 10 cm. Das wird unser Bild da drinnen. Wir brauchen ein Resterl in Flüsterweiß, wo wir uns ein paar Blumen ausstanzen werden. Wir brauchen ein Stück in Waldmoos. Und noch ein Reststück in Calypso, weil wir den Rahmen, das wir in Calypso aufsetzen werden. Und wir brauchen eben ein Stück Designerpapier. Das wird immer die Höhe von 10 cm haben. Und da werden wir uns dann noch passende Streifen ausschneiden. Dazu werden wir noch brauchen ein bisschen Stempelfarbe. Auf jeden Fall Calypso und Waldmoos, wahrscheinlich ein bisschen Milzmakrone und Sahara-Sand und den Rest schauen wir uns einfach dann einmal an. Ich würde sagen, anfangen tun wir mit unserer Grundkarten. Die werden wir uns einmal richtig falzen. Da müssen wir jetzt ein paar Mal hin und her dran, weil ja unsere Falzlinien in unterschiedliche Richtungen geknickt werden. Aber das machen wir jetzt schön langsam gemeinsam. Das heißt, wir nehmen unser Schneide- und Falzbrett. Die knickt man halt gleich einmal in Arm aus, weil den werden wir brauchen. Und falzen wir mal ganz normal bei 14,5. Damit wir ein ganz normales Kartenmaß rauskriegen. Die nächste Falz, die wir ziehen, ist gleich eine, die in die andere Richtung geht. Das heißt, wir legen das Ganze am Bauch und falzen bei 15,5. Dann legen wir es wieder zurück am Rücken. Falzen bei 18. Schirm weiter bis 25,5. Drehen Sie nur mal am Bauch und falzen ein letztes Mal bei 28 cm. Das war's schon mit Falzen. Und weil ich Schneide- und Falzbrett schon da liegen habe, schneide ich mir gleich aus meinem 10 cm hohen Designerpapier meine Streifen zurecht. Wenn ich das einmal nur schnell zusammenknicke, dann brauche ich da außen jeweils ganz einen schmalen Streifen, dann brauche ich da zwei 2 cm Streifen, in der Mitte brauche ich ein Stück mit 7 cm. Und für da herinnen brauchen wir auch noch mal einen Streifen mit 2 cm. Das heißt, ich schneide mir, ich fange da herüben an, meinen ersten Streifen bei 0,5. Meinen nächsten Streifen bei 2 cm. Dann drehen wir das kurz um und schneiden wir es bei 7 cm. In dem Fall ist vom Muster her nicht so tragisch, wenn man einen Musterverlauf hat, macht es aber Sinn, wenn man es sozusagen nach der Reihe herlegt, damit es
in einer Flucht durchgeht. Dann brauche ich nur ein Stückchen mit 2 cm und ein Stückchen mit 0,5. Und ganz am Schluss noch ein Stück mit 2 cm für innen. Und das Streifball heben wir uns für ein anderes Projekt auf. Jetzt lege ich mir meine Karten nochmal ganz schön übereinander und ziehe mir mal meine erste Falzlinie ordentlich nach. Und dann klebe ich mir meine Streifen schon mal der Reihe nach auf. Das mache ich mit Flüssigkleber. Das heißt, ich fange mit dem schmalen Streifball an. Nehmen wir dann meinen nächsten 2 cm Streifen. Hab dann mein großes Stück mit 7 cm. Und dann nochmal 2 kleine. Und den Streifen innen können wir auch schon einkleben. Da passe ich beim Einkleben einfach ein bisschen auf, dass ich oben, unten und rechts den gleichen Abstand habe, damit das nachher auch gefällig ausschaut. So schaut das schon ganz gut aus. Da werden wir dann in der Mitte unser Oval ausstanzen. Dem gebe ich aber jetzt nur ein bisschen Zeit zum Anziehen, damit es uns den Kleber nicht rausdruckt, da wir durch die Stanz- und Prägemaschine gingen. In der Zwischenzeit werden wir uns unseren Einleger präparieren. In meinem Fall ist es ja eine Karten, die innen quasi nicht zum Beschreiben ist. Das macht man dann einfach hinten, sondern bei mir gibt es ein ganzes Motiv eine und das machen wir jetzt miteinander. Das heißt, jetzt ziehen wir mal die Stempeln auf. Und vorher brauchen wir aber nur Schmierpapier und unsere Blendingpinsel. Und dann brauche ich mein Stempelset in Sahara Sand, in Babyblau und in Minzmakrone. Fangen wir mit Sahara Sand an und färben wir ein bisschen am Boden ein, einfach locker drüber gehen. In dem Fall darf es auch ein bisschen gescheckert werden. Das muss nicht ganz gleichmäßig werden, weil das ist ja ein sandiger Boden. Der ist in Wahrheit auch nicht gleichmäßig. Das reicht mir schon. Dann nehme ich mir das Babyblau für den Himmel. Und färbe mir den ein. Das mag ich ein bisschen zarter haben. Das heißt, mit ganz wenig Druck drüber gehen.
und wirklich schauen, dass man außerhalb vom Projekt anfängt. Und einfach immer so lang drüber gehe, kreisförmig, bis man den Farbton erreicht hat, der für einen selber gut passt. Ich streife mir jetzt den Pinsel ganz gut aus, dass keine Farbe mehr rausgeht. Und nehmen wir noch die Minzmakrone dazu. Würde ich in ganz eine andere Farbe gehen oder heller werden, würde ich mir auf jeden Fall einen frischen oder einen ausgewaschenen Pinsel nehmen. In dem Fall reicht es mir so. Und jetzt färbe ich in der Mitte nur ein bisschen mit Minzmakrone ein. Gerade, dass sich mein Himmel nur mal ein bisschen anders absetzt. Gern von der anderen Seite ein bisschen. Und wische damit auch ganz leicht in meinen Sahara-Sand rein, damit ich schöne Übergänge habe. Das reicht mir in dem Fall schon. Ich werde es da nicht recht viel sehen, aber den Boden sieht man ganz gut. Und vom Minzmakrone und vom Babyblau habe ich wirklich nur einen Hauch verwendet. Und da werden wir uns jetzt draufstempeln. Für meinen bauchigen Kaktus nehme ich mir jetzt noch Waldmoos dazu und färbe mir meinen Stempel mit einem Fingerschwammerl auf der unteren Seite mit Waldmoos ein. Könnt ihr mit dem Stampin' Right Marker machen, da kann man auch wunderbar Stempel mehrfärbig einfärben. Aber ich mag das jetzt einmal mit den Fingerschwamm mal machen. Und für die obere Seite nehme ich mal wieder Minzmakrone. Und auch da nehme ich mal einen Schwamm mal. Und gehen wir dann von oben mit der zweiten Farbe dazu. Den Kerl stempeln wir uns dann gleich mal auf. Minzmakrone darf weg. Waldmoos brauchen wir noch, weil mit dem kleinen da bauen wir uns noch einen zweiten Kaktus. Das heißt, ich fange einfach an. Und setze dann nach oben hin denselben Stempel immer wieder an. Und so kann ich den auch wachsen lassen. Da kriegt er nur Asterwasser. Das konnten wir jetzt so weiter betreiben. Ich lasse ihn auch so. Das heißt, das Waldmoos haben wir dabei mal zur Seite. Dafür schnappen wir uns Kalypso und dann aber Blumen drauf. Auf meinen bauchigen Kaktus tue ich die eher filigrane Blüte auf. Da sitze ich eine da her. Das habe ich jetzt nicht gut gemacht, aber macht nichts. Wie gesagt, Handarbeit darf man sehen. Da sitzt man auch noch an einer. Und auf den da möchte ich gern da die kleine Blüte. Das heißt, ich schaue, dass ich nur mit der kleinen Blüte in mein Stempelkissen gehe. Und setzen wir das dann da drauf, wo ich es haben mag.
Von den Blüten mag ich außen auf der Karte auch noch ein paar haben. Weshalb ich mir mein zweites Stückchen nehme und da jetzt aber beide Blüten nehme. Die stempel ich mir zweimal ab. Und auch die anderen beiden Blüten stempel ich mir ein paar Mal ab. Das schauen wir uns dann an, wie viel wir davon brauchen werden. Und jetzt nehme ich mir doch mein Waldmoos auch nochmal, weil ich mir den kleinen Kerl da auch nochmal abstempeln möchte. Vielleicht bringen wir den auch nochmal an. So, einen Spruch brauchen wir noch. Und von der Farbe her werde ich da wieder bei Sahara Sand bleiben. Das heißt, den werde ich mir da ein bisschen in die Mitte einsetzen. Und dann hätte mein Einleger auch schon fertig. Den lege ich mir mal zur Seite. Schmierpapier brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt werden wir uns aus der Karten mal in einem ersten Schritt das Oval da ausstanzen. Das heißt, ich schaue, dass ich in dem Teil möglichst in der Mitte bin. Und für den Rahmen nehme ich mir dann mein Calypso-Stückerl, setze mir da in das Wellenoval drauf und stanze mir dann mit dem glatten Oval nur mal das Innenleben außer. Das ist eine recht knappe Nummer. Aber wie man sieht, geht es sich aus. Die Teile werde ich dann mit euch gemeinsam mit der kleinen Stanzmaschine stanzen. Aber da brauche ich meine große. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So schauen meine Stanzteile jetzt aus. Und während dem Ausstanzen ist mir aufgefallen, dass wir beim Stempeln noch was vergessen haben. Die Teile heben wir für anders mal auf. Wir brauchen ja jetzt nur den Rahmen da. Und zwar beim Stempeln habe ich da noch ein paar von dieser Stricherl eingestempelt, weil die dem Ganzen ein bisschen eine Dimension geben. Die haben wir auch da herinnen. Einmal. Zweimal. Das heißt, die nehmen wir nur mit Sahara Sand und ein bisschen Streifball zum Umeinander schmieren. Und setzen wir einfach dort und da nur ein paar von den Linien. Auch mit dem Kleinen. Und das war es aber jetzt wirklich. Dann können wir weiter stanzen. Das heißt, ich nehme meine Stanzteile. Hat euch irgendwer von euch das Produktmädchen schon daheim? Oder habt ihr auch so wie ich am Anfang drüber bladelt, weil ihr geglaubt habt, nein, eher nicht. Aber ich sage es euch, da lassen sie wirklich, wirklich schöne Sachen draus machen. Also wer noch überlegt, dass er es doch bestellen mag, gern bei mir. Einfach auf meinen Blog schauen. Inastempelt.wordpress.com.
Da gibt es einen Link zum Online-Shop, da könnt ihr direkt einkaufen. Da gibt es auch meinen aktuellen Gastgeberinnencode. Wer unter 200 Euro bestellt und wer mich gern unterstützen möchte mit einer Bestellung, freue mich immer drüber. Und wie gesagt, ist ein Produktmedley, mit dem man mehr tun kann, als man am Anfang geglaubt hat. Mich würde überhaupt interessieren, mit welchen Stempelsets aus dem Mini-Katalog ihr Freude habt, mit welchen ihr bastelt, was ihr gerne noch haben möchtet, was schon eingezogen ist. Oft hat man ja so die Stempelsets, die gleich am Anfang einmal sein müssen. Und dann hat man ein paar so Nachrücker, also bei mir ist es zumindest so. Und ich muss gestehen, ich habe tatsächlich auch immer wieder mal ein Stempelset dabei, wo ich am Anfang geglaubt habe, muss unbedingt sein. Und dann mache ich gar nicht so viel damit. Ich werde das Ganze jetzt mal ein bisschen vorspülen, damit es euch nicht langweilt mit mir, während ich da Blümchen ausstanze. So, lala, Kleinzeug erledigt. Und was wir uns jetzt auch noch ausstanzen werden, ist der Kaktus da. Das machen wir in Moosgrün. In Waldmoos natürlich. Den stanzen wir zweimal aus. Und dann hätten wir es aber auch mit Stanzen für heute. Hoffentlich. Nicht, dass mir wieder was einfällt. Jetzt werden wir ein bisschen mal Falzlinien nachfalten und dann kleben. Das heißt, die Linie gehört nach oben gefalten. Die nächste nach unten. Da gut aufpassen, weil bei der Ausstanzung wird es ein wenig eng. Nicht, dass wir uns da was verknicken, das fällt mir wieder nach unten und den letzten Zentimeter Streifen wieder nach oben und somit haben wir mit unserem Muster auch schon mal durch. In einem nächsten Schritt gebe ich mir da einen Kleber ein, weil ich möchte, dass die Seiten fix zusammengeklebt ist. Das heißt, Kleber eine, zumachen, gut anstreifen und dann können wir schon den Rahmen aufkleben. Meine Silikonmatte liegt leider zum Trocknen, das heißt, ich muss mich ganz besonders bemühen mit dem Exaktkleben. Da mache ich es gerade, wenn ich so Wellen habe, ganz gerne so, dass ich lauter kleine Punkte setze. Halt auch. Und ich laufe nicht so schnell Gefahr, dass ich mit dem Klebemittel überall bin, nur nicht da, wo ich hin will. Das ist halt ganz ein feiner Rahmen, aber ich finde, der macht noch
das gewisse Etwas aus. Und filigran kleben können wir ja mittlerweile auch, oder? Den letzten Punkt teil. Und da halte ich es genauso wie letzte Woche bei meiner Aussparung. Da fahre ich mal wieder mit den Fingern durch und hilfe mir ein bisschen von innen, dass ich mein Oval gut an die Ausstanzung anpasse. Jetzt wird es doch noch Putzerei. Aber das soll ja ordentlich sein am Schluss. Das heißt, da kann ich auch noch ein bisschen schirmen. Deshalb ist da auch der Flüssigkleber gut. Und wenn dann alles dort ist, was hingehört, lassen wir es antrocknen. Und die paar Klebetupferl, die ich da jetzt drüber habe, die tue ich mir mit einem Kleberadierer dann weg. Innen eine kleben wir unseren Einleger, den wir vorher so schön bestempelt haben. Da schaue ich wieder, dass ich oben, unten und in dem Fall links überall den gleichen Abstand habe. Da der Zentimeter ist sozusagen mein Abstandhalter, sage ich jetzt einmal, für den Streifen, der da reinkommt. Und damit es da hält, werden wir uns ja die großen Kakteen da drauf kleben. Das heißt, da klebe ich in einem ersten Schritt einmal zwei hintereinander, leicht versetzt. Gebe einfach da ein bisschen Kleber drauf. Und lass die zwei einmal anziehen. In der Zwischenzeit schnappe ich mir meinen Kleberradierer und nehme mir da meinen Überschuss runter. So. Dann habe ich gerade gesagt, möchte ich, dass meine Karten, wenn es aufsteht, so halt. Das heißt, ich nehme Abstandskleberl, werde das dann da herkleben und setze mir da an die Kanten Abstandskleber drauf. Nur mal schauen, dass sich das gut ausgeht. Und den dritten noch. Trennpapier drüber tun. Und dann die Kakteen drüber setzen. Das heißt, wenn ich jetzt die Karten so verschicke mit der Post zum Beispiel, und dann da einer schiebt, dann passt das ganz genau. Von dem her darf ich wirklich raten, klebt vorher die Abstandskleberl und dann in Abstandshalter drauf, weil dann kommt es ganz genau auf die Linie, wo es hin wollt und ärgert euch nicht nachher, weil es ein bisschen vor- oder zurückgerutscht ist. Jetzt werden wir da oben noch ein bisschen dekorieren, dazu mache ich mir das einmal zu. Und
werden wir da ein paar Blumen setzen. Und zwar fange ich mit den kleinen da an. Gib mir ein bisschen Flüssigkleber drauf. Und setzen wir die da an die Kanten. Da setzen wir noch ein kleines drunter. Und dazwischen eins von die größeren. Und dem gebe ich ein Mini-Dimensional hinten drauf. Setzen wir da dazwischen. Und da unten habe ich mir gedacht, könnte man jetzt noch so einen Glanzeur herkleben. Das heißt, der kriegt nur da unten ein bisschen an Kleber. Und da aufs Ohr mal. Und dem verpassen wir auch noch eine Blüte. Und auf die Kakteen konnten wir jetzt auch noch die Blüten setzen, aber wir können natürlich auch auf unsere Filzblüten zurückgreifen. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch. Das heißt, der kriegt so eine Blume und nur so ein kleines dazu. Das klebe ich auch ganz einfach mit Flüssigkleber an. Tue da ein bisschen einen Tupfer drauf, wenn der Kleber mag. Und setzen wir mal Blumen drüber. Und das andere kommt da oben her. Das war jetzt fast ein bisschen viel. Sollte reichen. Genau, da haben wir mal ein zweites Filzblumen drauf. Wer mag, kann natürlich sich da auch mit Glitzersteine austoben. In dem Fall reichen wir sozusagen die Filzdeko-Elemente und die Blumen, die draußen drauf sind. Die heben wir uns fürs nächste Mal auf. Wie gesagt, schreiben würde ich in dem Fall auf der Rückseite. Da kann man auch noch einen grundweißen Farbkarton draufkleben, damit man schöne Schreibfläche hat. Und wenn man es zusammenfällt, kann man es gut mit der Post verschicken, nicht die Blumen verschieben, solange sie nicht angezogen sind. Und der Beschenkte kann sich dann wunderbar aufstellen. Ich nehme euch nochmal meine erste Variante mit einer, ein bisschen heller. Ich hoffe, meine Idee hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt Lust aufs Produktmädchen gekriegt. Ich bin ja tatsächlich begeistert davon. Wenn nicht, bastelt es gerne auch mit einem anderen Produktpaket oder mit einem anderen Designerpapier oder was auch immer noch. Kartenideen leben ja davon, wenn wir es unterschiedlich umsetzen. Von dem her wünsche ich euch viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn ihr mir eure Ergebnisse auf Instagram zeigt. Ich freue mich über ein Abo, das wisst ihr eh, oder einen Daumen hoch. Und wenn wer bei mir bestellen mag, freue ich mich natürlich auch. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und bis bald. Tschüss!